Und da sind wir wieder zurück und es geht wieder direkt los. Brauchen nicht mehr lange, bis wir Bürgermeister sind. Du kannst jetzt schneller bohren. Ja, schneller bohren könnte ich, wenn ich es ausbaue, aber das kostet 500 und das ist nicht gerade wenig. Alles klärchen. Du sagst, du hast ja was. Wir setzen direkt ein paar Pferdchen ein. Okay. Sehr schön getroffen. So, wir machen jetzt mal einen auf den hier. Kein schlechtes Vorkommen. Da lohnt sich auf jeden Fall der Ausbau. Auch ein sehr schönes Vorkommen. Da. Da. So, dann können wir direkt loslegen und neue Weidegründe suchen. Okay. Du sagst, du hast da was. Du sagst, du hast hier was. Ja, ich sehe schon. Na. Denn da. Das sieht nicht gerade nach einem großen Vorkommen aus. Wir gucken mal. Ah, Mini-Vorkommen. Hat sich nicht mal gelohnt, der Bohrturm. Also ich würde sagen, ich würde fast davon ausgehen, dass sich der Bohrturm und so nicht gelohnt haben dafür. Du hast da aber noch was gefunden. Da unten. Wir machen es einfach mal. Und er sucht noch. Das war's? Mehr haben wir nicht? Oh, das ist mies. Glaube ich jetzt nicht. Komm, einen schicken wir noch mal los. Dann machen wir halt 0 draus erstmal. Tatsache, wir haben nicht mehr. Das finde ich krass. Wir haben wirklich alles abgebaut. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, machen wir. Landauktion machen wir. Gehen wir direkt rein. Okay, ja, guten Diamanten haben wir nicht gehabt. Ihr wollt da rein, weil vermutlich da im Vergleich noch am ehesten gut was ist. Hm, ja. Kann ich nachvollziehen? Okay, du kaufst was. Sehr gut. Okay. 6%. Mindestens 20.000 muss ich ausgeben. Ich würde sagen, ich gebe 21.000 aus. Außer Mrs. Hummelbubbel sagt, ach nö, ich mach doch. Komm, wir schlagen zu. Wir brauchen noch 4%, dann sind wir der Bürgermeister. Nö.
So. Ich würde sagen, wir warten noch, bevor wir die Herde kaufen. Und schauen mal, das war... Eigentlich ist es immer der gleiche Ablauf, ne? Also... Entweder man hat Luck oder man hat keinen Luck. So wie das, das ist Luck. Und das ist auch wieder Luck. So. Dann haben wir die Wagen schon größer. Schicken neue Super los. Du sagst, du hast da noch was gefunden. Du auch. Okay. Und neue Sucher. Du sagst, da drunter liegt noch irgendwo ein Vorkommen, okay. Und wo ist der andere? Da hinten. Am A der Welt. Fast sagen, ich setze noch die Fettchen ein. Ja. Und setzt noch Hugo und Herbert ein. Dann schauen wir mal. Er hat wieder was gefunden. Und auch er hat noch was gefunden. Sehr schön. Naja, nur ein kleines Vorkommen. Aber besser als gar kein Vorkommen. Nein. Fehler wurde begangen. Okay. Was sagst du? Ach, der sucht ja auch noch. Das war's, ne? Ja. Ja, gut. Wenn die Suche nicht mehr finden, war es los. Also, der Maulwurf ist eine schöne Sache, aber. Ja, gut, da unten ist ein Diamant. Könnte man einen Scanner freischaufeln. Aber ja. Ist halt nett. Aber, ja. Das Rennen um die Mehrheitsaktien wird spannend. Bitte beachte, dass die erste Person mit 50% der neue Bürgermeister wird. Aha. Immer erstmal Landauktion, mein Freund. Oder würde ich sagen, da wo er sich... Ich hätte gesagt, da wo er hin möchte... Okay, keiner kauft was. Interessant. Jetzt wird's spannend. Ich würde 25.000 ausgeben wollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass Blanche vorher zuschlägt.
Als Sasa Blanche hat zugeschlagen. Komm, und wir kaufen uns noch die große Herde. Dann haben wir nämlich das auch fertig. Und jetzt fehlt ja hier eigentlich nur Super Silo und dann dreimal Wärme. Wobei ich immer noch nicht kapiere, was das bringen soll. Außer, dass der Preis natürlich in die Höhe steigt, was irgendwo sehr nice ist. Ich weiß auch nicht, warum ich 40 Wagen kaufen sollte. Also man kann es auch übertreiben, ne? Also bisher hatte ich nie irgendwie so eine Probleme. Sehr schön. Okay. Schicken wir noch welche los. Du sagst, du hast hier noch was. Aha, du hast sogar zwei Vorkommen, haben wir jetzt sogar ausgemacht. Perfekt. Wir haben, glaube ich, vergessen, Dings zu kaufen, man. Eine Stabilisierung. Ah, natürlich problematisch. Wenn wir nichts Stabiles gekauft haben sollen, müssen wir gucken. Ist das jetzt wirklich entweder. So, alle nach da. Verkaufen. Alter, bei $12, das ist ja wohl wirklich ein Witz. Sammelt's einfach auf, denn wir haben hier noch ordentlich Vorkommen gefunden. Weil die Leute nicht vergessen dürfen, ist einfach die Tatsache, dass ich ja hier Lagermöglichkeiten habe. Und für Summe X verkaufe ich es natürlich gerne. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Er findet noch mehr hier. Na komm schon. Einfach jetzt gerade. Also im Notfall muss ich ein Silo bauen. Okay, erstes leer, sehr schön.
Okay. Sie suchen noch, aber ich tippe mal. So kann man natürlich seinen Gewinn auch nochmal maximieren, fällt mir gerade so auf, ja. Nein, ihr findet nichts. Pacht vorher, dann kriegen wir nämlich noch einen Tausender mehr. Okay, wir haben alles abkassiert. Perfekt, perfekt, perfekt. Ohohoho! Haben wir die abgezogen? Halleluja! Landauktion. Starten wir. Na, wir hatten ja meistens von der. Ja, du, ja. Komm, nee. Ich will das. Sehr schön. So, und jetzt wird's interessant. 2%. Ich hoffe, ihr schlagt euch da rum. Wie die Bescheuerten. Weil mit 2% kann ich nicht viel anfangen. Also ich gebe für 2% 15.000 aus. Nicht mehr. Ja gut, wenn du 21.000 dafür ausgeben willst, dass du jetzt 7% hast, mach das. Mach das. Hab ich ja überhaupt kein Problem. Wir wollen eine Safety First haben. Eins. Hier kommen wir mal an das. Und vorwärts Marsch. Und dumm, dumm. Er hat was gefunden. Ein Little Vorkommen, okay. Das sieht schon größer aus. So. Wir bauen noch. Jetzt sagen noch zwei Wagen. Dann machen wir dich größer. Dann kaufen wir nochmal. So haben wir 10 Wägelchen. Das hört sich in meinen Augen erstmal okay an. Du hast hier zwei Vorkommen noch davon. Und wir haben sogar drei. Ja, da lohnt sich ja wirklich nochmal. Wir können jetzt natürlich auch einen auf den hier machen. Fällt mir gerade so ein. Okay, hier ist gar nichts mehr. Okay, anscheinend hier drunter. Oh. Hier noch was gefunden. So. Oh ne, ist ja noch höher. So, dann suchen wir weiter. Vielleicht haben wir dann noch mehr Glück. Und hier ist noch was, weil du hast tatsächlich noch was gefunden.
Ja gut, da reicht ja aus, wenn wir da die Mini-Anschlüsse lassen. Weil das lohnt sich ja sonst überhaupt nicht. Wir haben auch kein Gas oder so, oder? Also. So. Wenn wir jetzt auf schneller machen, ja, aber was. Ja, man hätte es ausbauen können, wäre es schneller leer. Hätte sich das so gelohnt? Weiß es halt nicht. So. Wir wissen nicht, ob wir fertig sind. Eigentlich, ne? Aber ja. Da hier. Okay, wir haben rechts einen Gasvorgang. Also. So. Wir machen erstmal wieder die Landvermietung. Vermietung, Verpachtung. Oh ja. Sorry, aber. Zumindest am vielversprechendsten. Wie bitte? 12%? Ha! Was geben wir für 12%? Wir haben 100.000, ne? Sie könnte jetzt zuschlagen. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt zu. Oh. Großartig! Du hast die Mehrheit der Aktien erworben und wirst der neue Bürgermeister. Aber bevor wir den Kuchen auf den Tisch stellen, sollten wir den Rest des Landes bewirtschaften und etwas extra Geld verdienen. Hä? Was meint er jetzt damit? Dass ich nicht verstehen. Okay, wir haben Land, deswegen werden wir es erstmal bewirtschaften. Oh. Oh, wir sind der neue Bürgermeister. Du kannst diese beiden Silos in einer Super-Silo umwandeln, indem du auf den Button zwischen ihnen klickst. Okay, hab ich so verstanden. Ach shit, wir haben nichts, die. Wir haben keine Dings gemacht. Ne, wir müssen erstmal bohren. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir haben uns keine Sicherheit gekauft. Was natürlich ein gewisses Maß an Dummheit meinerseits betrifft. Ja. Okay, da haben wir was. Okay. Da würde ich aber fast sagen, mach mal eine eigene Bohrmaschine draus. Und du hast noch was. Sehr gut. Ah. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Okay.
Die, ja, dich haben wir aber. Ach, du hast da noch hinten was. Verkaufen. Okay. Noch was, okay. Aber ich dachte, ich habe jetzt hier super Silos. So, die muss ich dann auch dementsprechend so bauen, dass sie dann so wären. Ja, okay. Na gut. Wer, du hast noch mehr gefunden. Dann bin ich da. Wo ist der? Was macht der? Was? Komm, 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 find mir noch eins. Okay, das war's. Verkaufen, dann können wir jetzt aber hier. Jo, fertig. Super Silos sind eine geile Sache. Wenn man kein Safe Spot gekauft hat, definitiv. Und nur? Wieso sollte ich noch Aktien kaufen? Verstehe ich nicht. Okay. Bomb. Drück auf Start. Button, ja, aber warum sollte ich jetzt noch was kaufen? Ich bin doch schon Bürgermeister. Ich habe über 5%, also über 50%, also. Oder verkaufe ich jetzt wieder was? Nee, glaube ich nicht. Ha. Interessant. So, was bietest du mir an? 92. 92 ist okay.